Nicht nur bei Straftaten, auch bei einem bloßen Verdacht auf ein Delikt ermitteln die Polizisten der Hauptwache. Am heutigen Nachmittag hält ein Mann Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens auch nach seiner Vernehmung in Atem. Ich kann das nicht mehr hören. Immer ja, das Gleiche. Jetzt erklärt, ne? Jetzt ist diese Schluss. Dame hat provoziert, dass man ihr förmlich an den Arsch greift. Verstehst du? Und wenn du das nicht begreifen willst, ne? Erstmal, seit wann duzen wir uns? Punkt 1. Weißt du, warte, lang ich mal. Du mich ein bisschen auf. Sind Sie nicht ganz dicht runter hier? Jetzt langsam reicht. Langsam du mich gleich auf, Kollege. Ey, es reicht. Es reicht. Hier. Und dann los. So, rein. Er möchte noch mal, zu uns kommen. Ist jetzt Ruhe. Haben wir uns verstanden? Ist jetzt Ruhe? Ich wiederhole es jetzt ein letztes Mal. Die Alte hat es quasi provoziert. Ja, hundertprozentig. Die wollte das auch. Ja, die wollte ja, das. Genau. Wenn ich die Alte das nächste Mal noch irgendwo sehe, dann werde ich das Gleiche noch mal machen. Den Mann erwartet ein Aufenthalt in der Arrestzelle der Wache. Auf den Kriminalhauptkommissar kommt schon der nächste Fall zu. Eine Mutter vermutet, dass ihre Tochter auf eine besonders üble Art und Weise hintergangen wird. Meine Tochter hatte mich gebeten, mit ihr zusammen zur Bank zu fahren und 5.000 Euro von ihrem Konto abzuheben. 5.000, okay. Ja, für eine höhere Nachhilfelehrerin ihrer Tochter, weil sie das Geld wohl für ihre kranke Tochter benötigt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht ganz in Ordnung. Also irgendwas. Aber du bist immer so. Du machst immer, du unterstellst den Leuten immer irgendwas Schlechtes. Ich vertraue der Kerstin auch. Wenn die sagt, ihre Tochter ist krank, guck mal, die hat mir Fotos geschickt. Möchte man bitte gucken? Aus Erfahrung weiß der Ermittler, dass manche Menschen anderen Personen schwere Krankheiten oder großes Leid vorgaukeln. Und das nur, um an ihr Geld zu kommen. Jan-Ove Mertens will dem Verdacht der Mutter deshalb nachgehen. Die gute Frau heißt wie? Die Kerstin heißt sie. Kerstin. Hopp. Hopp. Das ist die Lehrerin jetzt, ne? Ja, das ist mir schon vollkommen klar. Und die hat zu Ihnen gesagt, oder hat sie gebeten? Nein, die hat mich gar nichts gebeten. Also es ging einfach nur darum, wir haben nach der Nachhilfestunde haben wir uns unterhalten und dann hat sie mir halt von ihrer Tochter erzählt, dass sie halt, sie hat ALS, sie ist schwer krank und braucht für ihre Therapie jetzt 5.000 Euro. Zu den polizeilichen Aufgaben zählt auch Präventionsarbeit. Und das bedeutet unter anderem, dass wir 24 Stunden rund um die Uhr für Fragen von Bürgern zur Verfügung stehen. Und wenn der Bürger zu uns an die Wache kommt mit einem Anliegen, nehmen wir das ernst, egal was es ist, und nehmen uns die Zeit und beraten die Person. Aber Sie haben nicht das Gefühl, dass das ein bisschen leichtgläubig ist? Wie lange ist die schon Nachhilfelehrerin bei Ihnen? Wie lange kennen Sie die? Seit 2 Wochen. Und Sie wollen dieser guten Dame 5.000 Euro leihen. Ja, manchmal ist das einfach so. Dann ja, aber das ist eine ganz faule Geschichte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich für die Krankheit braucht. Da gibt es ja andere Mittel und Wege. Der Kriminalbeamte will die Nachhilfelehrerin in der polizeilichen Datenbank überprüfen und bittet dafür um eine Beschreibung der Frau. Schon bald wird es für den Ermittler und auch für Mutter und Tochter um viel mehr als den Betrug gehen. Okay, 80 Kilogramm leicht. Kurze Haare auf der einen Seite komplett abrasiert und auf der anderen Seite so leicht drüber mit einem türkisen grünen Pony so ein bisschen vorne. Schon der Rest ist schwarz. Türkis, grüner Pony, okay, sonst schwarz. Irgendwas Besonderes. Brille, Piercings, Tätowierungen, O-Beine, Sprachfehler, Verstümmelungen, die Sie so erkennen können, die Ihnen einfallen? Nee. Ich habe da gerade so was im Hinterkopf, das will ich mal eben abklären. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, okay? Ich war der Meinung, dass ich eine Person mit dieser Personenbeschreibung schon mal irgendwie was auf dem Tisch hatte. Deswegen habe ich mich mit meinem Kollegen in Verbindung gesetzt. Das natürlich nicht in dem Büro, wo die beiden Damen waren, weil das müssen Sie nicht mitkriegen. Hallo, alter Kumpel. Bist durch mit Mittagspause? Jan-Ove Mertens bittet Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert um Auskünfte. Er soll in der polizeilichen Datenbank nach Informationen zu der Nachhilfelehrerin und dem mutmaßlichen Betrug recherchieren. Tatsächlich. Vor 3 Wochen hatten wir einen Fall mit einer Frau, auf die Beschreibung zutrifft. Sie konnte aber nicht gefasst werden. Dann hatten wir vor 8 Wochen was Ähnliches, war auch so eine ähnliche Beschreibung. Um was ging es da? Und dann noch mal vor zweieinhalb Monaten. Und immer ging es um kranke Kinder, die irgendwie im Spiel waren. Und wie heißt die Kerstin Hopp, hast du gesagt, ne? Ja. Die gebe ich immer noch mal ein, ob wir die schon in der Kartei haben. Um was ging es da in den Fällen mit den kranken Kindern?
Da ging es immer darum, dass sie irgendwie wohl vorgespielt hat, dass sie dass da irgendwie Transkinder im Spiel sind, für die sie irgendwie Geld dringend benötigt. Jetzt mal so auf Notleid gemacht. Und dann hat sie die Kohlen eingesammelt, war nicht mehr gesehen. Es liegt keine Meldeadresse für die Nachhilfelehrerin vor und eine Fahndung nach ihr verlief bisher ergebnislos. Der Kripo-Beamte sieht nun die Chance, die Serientäterin gemeinsam mit Norbert Meiner zu überführen. Sie haben ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt, dass Ihnen irgendwas komisch war, genau, dass Sie zur Wache gekommen sind und Sie waren leider zu gutgläubig. So, und jetzt kommen wir zu den ganz wichtigen Dingen. Sie haben mir gerade gesagt, Ihre Tochter, die Jule, ist in ihrer Wohnung. Ja, die sind gerade beide bei uns zu Hause und die gibt ja gerade Nachhilfe. Die hat gerade eine Nachhilfestunde und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich würde jetzt am liebsten gerne hingehen und gucken, ob alles okay ist. Das werden wir auch sofort machen. Wenn wir zu einem Einsatz fahren, ist es natürlich wichtig, dass immer alle auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch die, die vorher nicht so viel mitbekommen haben, wie ich jetzt in diesem Fall. So, dass wir dann auch vor Ort am Tatort sozusagen alle im gleichen Wissenslevel sind und auch entsprechend agieren können. Wir agieren, Sie kommen mit. Mhm. Verdacht wird die ja nicht schöpfen, weil die denkt ja offensichtlich, dass sie mit 5.000 Euro in der Tasche zurückkommen. Das heißt, es wird uns auch nichts Schlimmes erwarten, höchstwahrscheinlich, wenn Sie die Tür aufschließen. In der Wohnung überlassen Sie uns bitte das Feld. Sie brauchen dann nicht als Polizisten eingreifen, okay? Und dann gucken wir uns das Ganze an. Die Kommissare bitten Schutzpolizisten, sie vor Ort zu verstärken. Niemand weiß, wie die skrupellose Täterin auf ihr Erscheinen reagiert. Die Kriminalisten wollen die Nachhilfelehrerin des 11-jährigen Mädchens wegen des Verdachts auf mehrfachen Betrug festnehmen. Doch in der Wohnung hat sich bereits ein Verbrechen abgespielt. Ich würde mal sagen, hier mal ein bisschen... Sie halten euch ein bisschen zurück, okay? Wir bleiben über Funk in Verbindung zur Not. Dann kommt so mit. Wir kommen unauffällig hinterher. Für uns war klar, Uniform darf nicht im Sichtfeld der Wohnung auftauchen. Alles andere war klar, die Frau macht die Tür auf und wir übernehmen dann. Und da liegt jemand auf dem Boden. Hallo, was ist mit Ihnen passiert? Wir sind von der Kriminalpolizei. Jule? Was ist mit Ihrem Bruder? Was mit Ihrem Bruder? Der ist total betrunken. Können Sie hochkommen? Egon für 3212. Vorsichtig. Setz dich mal hin. Egon, wir brauchen mal einen RTW. Wir haben eine verletzte Person am Kopf. Wie, die Jule ist weg. Der ist keiner im Kinderzimmer. Die Jule ist weg. Wo ist meine Tochter? Oh, bitte. Das tut mir alles leid. Ich hab euch total... Wo ist denn das Kind? Wo ist das Kind? Uwe hat das Kind. Er ist total... Wer ist Uwe? Mein Bruder, der ist Alkoholiker. Der ist seit einem halben Jahr hat der bei uns schon gewohnt. Und der hat immer... Wo ist der, Jule? Wo ist der jetzt? Der ist irgendwo in der Nähe hier. Ich weiß nicht. Der beobachtet uns. Der wartet auf das Geld, die 5.000 Euro. Wie sieht der aus? Er ist ein Stückchen größer als ich. Kurze Haare. Hat Piercing und... Hat der ein Auto oder was? Der hat ein Auto, der hat die beiden Kinder. Was für ein Auto? Welches Kind denn noch? Meine Tochter. Ihre Tochter, ja. Und die Jule? Und die Jule. Die Täterin berichtet, dass ihr Bruder sie und ihre Tochter unter Gewaltandrohung zu den Betrügereien zwingt. Um die Teenager bei der Überführung des Mannes nicht zu gefährden, müssen die Ermittler äußerst geschickt vorgehen. So, also... Vielleicht ich denke, ja. Der wird irgendwo in der Nähe parken. Wenn er das Geld übergeben bekommen will, wird das nicht so weit weg sein. Genau. Für uns ist die Frage rechts oder links rum. Was wollen wir machen? Ja, ich würde sagen, knupfen oder wir gehen rechts rum oder. Vielleicht gehst du drüben auf die andere Seite mal kurz. Ja. Und guckst da mal, ob du da was findest. Sind ja auch ein paar Autos. Okay. Wenn was ist, melde ich mich über. Okay, alles klar. Kannst du hinten drin was sehen von dem? Nee. Nee, ist leer. Da ist nichts. Was ist da? Willst du das ist ein Hotelplatz. Geh mal kurz hier gucken, ne? Der ist aber auch sauber, hier ist nix. Ich glaube, nee. Ich hab das Fahrzeug gefunden. Hier steht ein dunkler Kombi. Ja, alles klar. Dann komm mal auf unsere Seite zurück. Wir können ja jetzt nicht so rangehen. Hier sind überall Verbotsschilder. Meine Idee wäre, ich gehe hin und ich spiele mal den Verkehrserzieher. Und tick ihn mal an, was er hier im absoluten Halteverbot macht. Vielleicht kann ich ihn ja reizen, dass er aussteigt. Genau. Du kannst da mitkommen, tust du, als ob du ein Schaulustiger wärst. Und wenn du siehst, dass das bei uns tatsächlich abgeht, hast du es nicht weit, du bist fit. Ja. Dann kommst du zur Unterstützung und dann, falls notwendig, knechten wir ihn, okay? Genau. Ey, Meister, was parkst du hier? Ich bezahle hier. Sieh mal zu, dass du mal wegkommst hier. Sie fahren weg,
Ich hol mein Auto, park hier hin. Da müsste doch ein Schild draufstehen. Ja, Sie haben doch schon öfter hier gestanden, ne? Das ist doch immer das Gleiche mit Ihnen hier. Zack, und... So, Polizei. Und ruhig. Warum? Was los? Ganz ruhig. Was denn? Ganz ruhig. Noch jemand im Auto aus den beiden Mädels? So. Hammer. Ganz ruhig, wir machen das sofort. Gibst du mal Meldung, Anlagezentrum? Ja. Die Tochter der Nachhilfelehrerin ist wohlauf. Auch die Elfjährige ist unversehrt. Sie erzählt, dass der Mann sie gefesselt hat, damit sie nicht flieht. Okay, dann komm mal raus. Die kleine Jule stand erkennbar unter Anspannung noch aufgrund der Geschehnisse. Zum anderen ist sie erst 11 Jahre alt und letztendlich war es auch noch kalt draußen. Und ich als Vater weiß, dass es das Beste ist für Kinder, um sie zu beruhigen, sie in den Arm zu nehmen oder einfach an die Hand zu nehmen und ruhig und mit ihr zu reden. Wir gehen so, jetzt mal gehen wir alle zusammen, ne? Zur Wohnung. Ja, da gehen wir jetzt hin. Die 11-Jährige hat Mut bewiesen. Als der Gewalttäter ihre Nachhilfelehrerin schlug, wollte sie dazwischen gehen und wurde deshalb von dem Mann verschleppt. So, müssen wir warten, warten. Das ist deine Nachhilfelehrerin. Oder das tut ihr total leid, was da jetzt passiert. Wie sieht's denn aus mit ihr? Hast du das gesehen? Das war da, wo du helfen wolltest, ne? Wo du ganz mutig dazwischen gegangen bist. Okay. Krankenhaus fahren? Okay, sie muss ins Krankenhaus mit. Ja. Dann würde ich sagen. Du fährst mit? Der Kollege muss dabei mit. Dabei bleiben, genau. Es kommt doch einiges noch auf Sie zu, das wissen Sie, ne? Das war alles keine Absicht. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Sie hätten auch schon ein paar Minuten vorher zur Polizei gehen können und das anzeigen. Die Verletzte berichtet, dass sie die 11-Jährige und deren Mutter nicht um Geld betrügen wollte. Deshalb geriet sie mit ihrem Bruder in einen Streit und wurde von ihm niedergeschlagen. Ja. Endlich. Komm mal her. Oh Gott, Jule, wie geht's dir denn? Hat dir was getan? Oh, alles in Ordnung bei dir? Oh, du zitterst ja. Ja, die ist ausgefroren. Frag. Die muss rein jetzt. Lass mal reingehen. Die Kleine friert wie... Unser Täter hat ganz schön gewildert im Strafgesetzbuch. So, wenn ich überlege, hat er eine gefährliche... Zumindest aber eine einfache Körperverletzung zum Nachteil seiner Schwester begangen. Dann haben wir da Freiheitsberaubung zum Nachteil der Jule und dem anderen Mädchen. Dann steht im Raum Verdacht Trunkenheitsfahrt, weil er unter Alkoholeinfluss stand und ein Fahrzeug bewegt hat. Dann haben wir noch den Betrug. Und dann werden wir mal sehen, was dann noch alles aufgedeckt wird. Oh Mensch, das Kind, hallo. Wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie endlich unser Kind gefunden haben. Ja. Vielen, vielen Dank. Peter haben wir geschnappt. Genau. Vielen Dank. Wir tun unser Bestes. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Wir haben Glück gehabt, wir haben das Fahrzeug gefunden. Jetzt beide in der Schloss und Riegel. Das darf nie wieder auf jeden Fall er, würde ich mal sagen. Sie müssen wir mal gucken. Da kommen natürlich mildernde Umstände ins Spiel, weil sie auch massiv unterdrückt wurde. Ja. Das jetzt auch auszuführen. Sie hätte natürlich für zur Polizei gehen müssen eigentlich. Ne? Im Krankenhaus wird festgestellt, dass die Nachhilfelehrerin lediglich eine Platzwunde am Kopf erlitten hat. Ihr Bruder wird zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.